Und wir haben ihn hier bei Extra 3, den persönlichen Wahlkampfberater von Peer Steinbrück. Herzlich willkommen, Johannes Schlüter. Wahlkampfberater von Peer Steinbrück. Da frage ich direkt mal am Anfang, was machen Sie eigentlich beruflich? Ja, eine Beleidigung als Gesprächseröffnung. Sehr charmant, hätte von Steinbrück bekommen. Ja, aber unter uns, können Sie nicht ab und zu einfach mal ein bisschen bremsen? Aber das mache ich doch. Ich meine, alle beschweren sich immer darüber, was der Peer Steinbrück sagt. Aber was glauben Sie eigentlich, was der nicht sagt den ganzen Tag? Also, weil ich das noch rechtzeitig verhindern kann. Zum Beispiel bei der Eröffnung vom Oktoberfest hat er da gesagt, die Bayern sind alle so doof, die sitzen auf dem Fernseher und gucken Sofa. Nein, ich glaube, das hat er nicht gesagt, ne? Sehen Sie, oder beim Weltkindertag hat Peer Steinbrück da gesagt, wer Kinder kriegt, ist bloß zu dämlich zum Verhüten. Nein, nein. Wollte er aber. Oh. Konnte ich eben noch verhindern. Und jetzt gerade wird er bei Radio Vatikan interviewt. Ich habe das Gespräch mit ihm ein bisschen simuliert, so 8 Stunden lang. Damit er jetzt nicht auch die ganzen Katholiken noch verprellt. Und also ich arbeite echt hart, das müssen Sie schon verstehen. Und ich kann ja nichts dafür, dass die Deutschen bei den Umfragen ausgerechnet diesen Kandidaten haben wollten. Ach, jetzt sind wir das plötzlich schuld, oder was? Ja, also ich hätte lieber den Gabriel gecoacht. Dem geben Sie einen Redetext und eine Thunfischpizza und er ist zufrieden. Aber die Deutschen wollten ja unbedingt jemanden, der unbequem ist. Also, als ob man ins Möbelhaus geht und sagt, ich hätte gern einen neuen Sessel, er soll 4 Jahre halten und möglichst unbequem sein. Ja, aber den Schuh ziehe ich mir jetzt hier nicht an, Herr Schlüter. Also, ich meine, Sie müssen ihn coachen. Und was er gesagt hat, war nicht gut. Zum Beispiel die Äußerung zum Kanzlergehalt war total daneben. Der Kanzler verdient zu wenig. Ja? Was erwartet der? Sollen jetzt Hartz-IV-Empfänger Hilfslieferungen schicken ans Kanzleramt oder was? Ja, warum nicht? Die sogenannten Peer-Pakete. Ich kann da nicht so drüber lachen. Ich meine, der Mann ist Sozialdemokrat. Ja gut, was er gesagt hat, war suboptimal, aber im Vergleich zu dem, was er sagen wollte, war das total moderat. Und was wollte er sagen? Er wollte sowas sagen wie 25.000 Euro kriegt die Kanzlerin im Monat, das mache ich normalerweise in einer Stunde, ihr Opfer. Okay. Habe ich ihm rausgestrichen. Haben Sie rausgestrichen, ich denke, eine gute Idee. Ja, jetzt ist ja auch noch Wahlkampf in Niedersachsen. Herr Schlüter, was tun Sie denn, um die Genossen dort zu unterstützen? Schadensbegrenzung. Also ich habe Steinbrücks Navi umprogrammiert, damit er nicht zu den Wahlkampfveranstaltungen erscheint. Er wird immer so in die entgegengesetzte Richtung geleitet, so nach dem Motto, was Peer, du bist in Emden, die Veranstaltung ist doch in Braunschweig. Aha, und was tun Sie für den SPD-Spitzenkandidaten Stefan Weil? Ja, dessen Personenschützern habe ich gesagt, also Terroristen und Bekloppte könnt ihr durchlassen, aber wenn der Steinbrück kommt, gleich eins auf die Nuss. Aber jetzt kennen Sie den Steinbrück besser als wir. Warum fehlt denn diesem Mann offenbar komplett das Gespür für den richtigen Ton? Also ich glaube, Peer Steinbrück ist zutiefst traumatisiert. Also bitte vergessen Sie nicht, er ist seit seiner Kindheit Schachspieler. Ja, 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 ja. Davon habe ich gehört. Ein schlimmes Schicksal. Ja, also ich spiele gerne Schach. Für so einen Satz steht man als Teenager jahrelang allein auf dem Schulhof. Ja. Gut. Oh je, ich muss los. Was ist passiert? Das Interview mit Radio Vatikan. Peer Steinbrück hat gesagt, der Papst hat sich nur hochgeschlafen. Ach. Um Gottes Willen. Vielen Dank auf jeden Fall. Johannes Schlüter.